Muss wieder umstehen. Ja, ich stell mal um. Wow, das war nicht dämlich. Dafür Rätsel. Haben sie eine Goldfamilie. Dafür verdient. Haben sie eine Gans verdient. Eine goldene. Eine goldene Gans. Und Jason joint hier. Nee, wir können auch bei jedem einen Sinn zurechnen, dann habe ich wenigstens die 50 voll. Nein! Wir können es auch lassen. Ja, weil ich will dich überholen, bevor du die 50 hast. Achso, immer wenn wir beide einen Punkt kriegen, wird jetzt nichts hinzugerechnet. Ja. Und wenn ich Punkte kriege, werden die nicht hinzugerechnet, doch, aber wenn du welche kriegst, werden die hinzugerechnet, damit du mich noch überholst. Nein, wenn du das schon richtig hast, dann ist es okay. Zu viele Nuller-Rätsel in dem Spiel. Ja, eben. Finde ich auch. Eben. Das finde ich wirklich, finde ich eine große Kritik. Ja. Danke. Bekomme ich jetzt wirklich eine goldene Gans? Nein. Und ein Joint? Computer sagt nein. So, wir sollen weitergehen zur Tower Bridge. Wo ist der denn hin? Dieser verdächtig aussehende Junge, er ist ja wohl nicht von der Brücke gesprungen. Dieser miese kleine Terrier. Das ist jetzt echt gemein. Er ist uns schon wieder entwischt. Sag mal, ist das so eine Hommage daran, dass Londoner Rassisten sind? Was denn? Das Banner! Hast du das gesehen, Miss Layton? Da drüben weht ein Stück Stoff oder so im Wind. Schau nur. Oh ja, ist das nicht... Das sieht so aus wie das Banner am Bankgebäude. Fangen wir es. Essen wir es. Ja, das Banner der Schande, ganz recht. Wie kommt ein Banner der Bank denn bitte hier rüber? Indem es einen Ventilator gab. Das nach draußen gepustet. Und zwar so weit. Und nach draußen gepustet hat, dann ist nämlich auch die Bank noch rausgepustet. Ja, weiß ich doch. Ja. Wir müssen das nicht so leise sagen. Doch. Und in Wirklichkeit war ja auch dieser Khan, der Batman-Verschnitt. Rattenmann. Wirklich rätselhaft. Ah, Hallöchen, wo eine Layton ist, wartet meistens eine Schlagzeile, wie wir mittlerweile in der Redaktion sagen. Also raus damit, was gibt's Neues? Sehen Sie das da drüben? Da hat sich ein Banner an der Brücke verheddert. Ja, Potzblitz, in der Tat, weil es dazu beiträgt, die Brücke zu verschönern. Ja. Die Schönheitsphasen der Brücke zu verlängern. Könnte vielleicht mit dem doch recht starken Wind kurz vor Morgengrauen zu tun haben. War zwar nur kurz, aber dafür ziemlich heftig. Von genauso einem Ventilator. Übrigens, das gleiche sagte auch meine Frau letzte Nacht. War zwar kurz, aber ziemlich heftig. Hassen. Ich mach gern solche Sprüche. Entschuldigung an die Unter. Ja, das könnte erklären, wie dieses Banner an die Brücke mit roten Kuchen von einer Birne gerissen. Entschuldigung, ich habe jetzt plötzlich viel, viel größeren Bartwuchs. Das ist meine Art voller Spucke. Haha. Von der Bank bis hierher? Meine Güte, das muss ja ein echter Sturm gewesen sein. Ich habe davon heute Nacht überhaupt nichts mitbekommen. Aber genug über den Wind geschnackt. Raus mit den Infos. Na los, Sie arbeiten doch sicher an dem Fall, stimmt's? Also, was läuft? Ja, es wäre kein Layton ohne solche Witze. Ja. Erwähne auf keinen Fall das Geld, Cat. Und der Funfact. Sniffler versteht schon. Keine Angst, Jill. Wir haben leider nichts Neues für Sie, Sam. Ich gehe einfach nur Gassi mit meinem Hund. Ach ja, der sagte doch gerade was von Geld. Würde ich Ihnen gerne glauben, aber mein Skandalalarm schlägt aus wie ein Feuermelder in einem Vulkan. Genau, es wäre nicht Exido ohne solche Witze. Das stimmt. Ich muss mir öfters mal so anhören. Kurz, aber heftig. Ja, meine Witze sind halt kurz, aber heftig. Ja. Keine Spur von diesem verdächtig aussehenden Burschen. Dann können wir auch gleich bei der Brücke vorbeischauen, denke ich. Ich gehe mal vor, Cat.
Ja, in Ordnung. Also wurde das Banner vom Wind hergeweht. Muss eine heftige Böe gewesen sein. Mhm. Übrigens, das Banner heißt Bruce. Bruce Willis? Nee. Oh. Und es wird grün, wenn es wütend ist. Hulk! Richtig! Mark Hulk. Ja? Oder hieß Banner mit Nein. Vornamen anders? Hieß der Bruce? Ich möchte meinen, ja. Also er hieß nicht Willis mit Nachnamen. Aber da gab es mal so eine Werbung. An der Bridge ist... Rätsel! Moment, ich habe hier noch nicht vorgelesen. Starker Wind kurz vor dem Morgengrauen. Okay, schön. Also oben bei der Brücke, ganz oben, da ist ein Hinweismünze. Dann noch weiter oben. Noch weiter oben. Noch weiter oben. Ein Rätsel! Nein, ein Hinweismünze. Und unten im Gitter. Oh, hier. Ist das Rätsel? Ja. Keine Sammelsache? Nein. Blub. Ich habe ja schon das Rätsel ausgelöst. ein verstecktes Rätsel. Ob ich das wohl lösen kann? Probier's doch einfach aus, Ernest. Du schaffst das ganz sicher nicht. Herr Jemis, wenn du so etwas sagst, habe ich das Gefühl, dass ich dass ich alles schaffen kann. Ja. Dass ich mit ihr kann. Zahl der Zahlen. Zahl der Zahlen. Null! Umstellen. Was? Umstellen. Umstellen, ja. Die Zahl von 1 bis 5 haben die Anzahl von etwas gewählt, was mit ihnen zu tun hat. Etwas gezählt. Die Zahlen von 1 bis 5 haben die Anzahl von etwas gewählt, was mit ihnen gezählt. Zu tun hat. Die Zahlen von 1 bis 5 haben die Anzahl von etwas gezählt, was mit ihnen zu tun hat. 1 hat 1 davon, 2 1, 3 0 und 4 3. Wie viele hat 5? Moment, nochmal. Wollen wir einfach mal diesmal, obwohl... Ja, wenn wir es rausfinden, dann finden wir es beide raus. Also deswegen sollten wir lieber, wer es schneller hat, oder? Mhm. Okay, also los. Das ist jetzt... Es ist machbar. Ja, ja, ich hab's auch. Also eigentlich 5 müsste 2 sein, ne? Mhm. Oh, ja, es war... Ich hab das Gefühl, dass vielleicht... Also ich, ehrlich gesagt, als du es eingegeben hast, bin ich auch auf den Trichter gekommen. Ja, aber da musste ich noch auf zählen. Auf den Trichter? Na, ich bin drauf gekommen, was gemeint ist. Ach so, das heißt... Und dann musste ich es nur noch zählen. Ja, also es ist halt... Ja, die geraden Striche. Ja. Ich hab halt gedacht, okay, was hat 3, was 1, also was hat 3 nicht, was 1 hat so. Was? Nein, nicht alle nochmal abonnieren. Ich meine, das wäre ja dann auch so. Nein, das hilft ja nicht. Übrigens, bevor ich 50 habe, kannst du es noch schaffen. Ja, ich weiß. Wer hat zuerst die 50? Die Zahlen sind nackt. Die Zahlen sind nackt. Mhm. Die Zahlen haben gezählt, wie viele gerade Linien sie besitzen. Ja. Ja. Oh, sowas. Es war mir klar, dass es irgendwie... Ich habe aber noch nach anderen Sachen auf dem Bild geguckt, die nichts mit den Zahlen zu tun haben. Nee, das hatte mit ihnen zu tun. Ja, deswegen. Die Zahlen haben gewählt. Ich habe halt erstmal geguckt, hat es damit zu tun, mit wie vielen Strichen man die so machen kann. Ja, das habe ich auch erst und dann habe ich gesehen, okay, es sind Geraden gemeint. Ja, und dann hatte ich aber auch schnell, okay, Geraden, die 4 hatte ich 3 und dann... Ja, hätte ich mich mal wirklich nur auf die Zahlen konzentriert, dann wäre es gleichzeitig gewesen vielleicht. Haha, ich habe es geschafft. Ich wusste doch, dass ich diesem Rätsel gewachsen bin. Ernest, du kriegst trotzdem noch keinen Kuss. Du wirst nie einen bekommen. Trotzdem gut gemacht, Ernest.
Oh, das ist aber nett von dir, Miss, dass du mich niemals küssen wirst. Ich will nämlich gar nicht. Ich stehe ja eigentlich mehr auf diesen... Wie hieß der Bankdirektor nochmal? Weiß es nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Mr. Banker. Kann sein. Glaube ich, ja. Ein solches Lob von dir ist alles Geld der Welt wert. Nein, eigentlich nicht. Bleib mal locker, Nadelstreifen. Das war nur ein gut gemacht. Ja, der ist halt echt. Ja. Was? Seid froh, dass nicht nach der 7 gefragt wurde. 1, 2, ja, 2. 2. 2 gerade, oder? 2. Je nachdem, wie die 7, die. Ich denke, die wäre nur mit 2 solchen Strichen. Oder vielleicht sogar. Das stimmt, die 7 ist. Ja, aber diesen Strich in der Mitte, den macht man ja nicht in jeder Schreibweise. Ich mach den immer. Aber guck dir mal an, wie eine 7 hier auf dem PC aussehen würde. Und? Ich mach das immer. Ja, ich weiß, aber ich glaube, das ist auch eher so eine deutsche Schreibweise vielleicht. Dass die in anderen Sprachen... Oder eine Schreibschrift-Schreibweise, wenn man so will. Ich bin mir nicht sicher, was genau, aber... Frage Passanten. Ja, ich weiß. Wen denn? Den hier, den Hund. Ja, du musst wieder den Bildschirm umstellen. Ich stelle den Bildschirm um. Stelle Bildschirm um. Ja, ja. Das irritiert, okay. Schau mal, Scher. Da ist dein Hundefreund ja wieder. Oh, der. Den habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Seit dem letzten Fall nicht. Du könntest ihn doch mal fragen, ob er den Burschen gesehen hat, den wir suchen, Scher. Schatz, dein Ellbogen drückt da ein bisschen. Mein was? Dein Ellenbogen auf meinem Schienbein. Ach so. Nein, mach ich nicht. Da ist okay, aber nicht direkt auf dem Knochen. Okay, okay, ich halte es ja in der Luft. Nein, musst du nicht. Jetzt lies. Lies. Na, vielleicht weiß er etwas Nützliches. Ja, außerdem gibt es bei der 7 auch so einen eher halbrunden Strich. Ja. Hä, einen halbrunden? Ja, so... Erst so einen geraden zur Seite und dann so einen Bogen. Ein Bogen? Ja. Die. Ach so. Eine. Pop. Ja, aber nicht gerade unbedingt. Ja, Pop. Doch. Also, so wie die Zahlen in Layton schreiben, würde die 7 einen halbrunden Bogen haben. Oder einen Bogen halt. Doch, doch. Würde ich sagen. Komisch. Wenn wir irgendwo da mal eine 7 sehen. Ja, die 7 ist schon eine seltsame Zahl. Die 7 ist, ja. Aber eine Glückszahl. Ja. Wie würde es denn hier aussehen? Wir brauchen mal 2 Zuschauer weniger, damit wir wissen, wie YouTube die 7 anzeigt. Nein. Nee, warte noch. 3, 2, 1, noch 1, 7. Ja, okay. Die ist auch so, weiß ich nicht. 7, 7, 7, 7, 7. Können wir anzeigen. Ist keine Beleidigung. Ja. Außer 7 ist eine Beleidigung. Ist 7 eine Beleidigung? Na, Schatz, wir können ja mal gucken, wie es dann ist beim verflixten 7. Ja. Oh, zum Glück dauert das noch 6 Jahre. Aber... Mein Handy hat was gemacht. Hast du es gehört? Ja, aber nicht mehr ganz 6 Jahre. Nicht mehr ganz, ja. Ja. Oder warte, wenn wir im 7. Jahr drin sind, jetzt sind wir ja im 2. Jahr. Ja. Also sind es eigentlich nur noch 5 Jahre. Ja. Dann sind wir im 7. Okay. Gut, dann sage ich schnell mal, wuff. Vielleicht hat er ja Informationen für uns. Doch, das Die flimmern wirklich. Und wir haben hier Feenstaub. Ja. Das ist Feenstaub. Das ist alles nur Feenstaub. Du 7, du. Ja. Du Lauch. Alles senkrecht, 7 Schläfer. Nein. Noch immer auf der Pirsch. Noch immer auf der Pirsch. Ja, leider. Du arbeitest zu viel, weißt du das? Na, hinter, was bist du heute her? Hinter einem verschlagen, verwinkenden, wirkenden, ein verschlagen winkender Typ. Als würde er immer nach etwas suchen. Hast du so jemanden gesehen? Also, vor kurzem ist tatsächlich jemand hier vorbeigekommen, auf den die Beschreibung passen könnte. Hat überhaupt nicht darauf geachtet, wo er hingeht. Und wäre mir fast auf die Pfote getreten. Hört sich nach unserem Mann an. Wohin ist er denn gegangen? Gleich darüber, Fellnase. Ans andere Ufer.
der Themse. Aber keine Ahnung, ob der da noch ist. Auf jeden Fall schon mal danke. Das hilft mir echt weiter. Ich schulde dir was. Hey, Fellnase. Fellnasen halten zusammen. Stimmt's? Aber wo du es erwähnst. Die haben noch gar kein Fell auf der Nase. Im Moment habe ich genug zu fressen, aber wenn's mal hart auf hart kommt, könntest du vielleicht einen deiner Knochen mit mir teilen, oder? So, ja. Kein Problem. Ich leg sogar noch ein paar Hundeknochen, Kuchen als Nachtisch drauf. Haha, so gefällt mir das, Fellnase.